Guten Morgen. Moin. Und damit ein gemeinsames Ah. Die Windschutzscheibe wird doch voll gerotzt. Und wir kommen damit zu einer weiteren Folge. Norwegen. Skandinavien Roadtrip hier bei Fatah Error. Ja, wie war die Nacht? Heute geht's nach Trondheim. Aber den Platz, den wir gestern hier gefunden haben, der ist echt cool an dem See. Ja, diesen See, den haben wir gestern Abend noch gefunden. Mehr oder weniger spontan. Kein Mensch hier. Wunderschöner, ellenlanger Sandstrand. Arschkaltes Wasser bestimmt. Gucken, ob wir da noch kurz fix baden gehen, ein bisschen frisch machen. Und währenddessen Alibaba sich wie immer ums Frische kümmert, gehe ich jetzt auf die Jagd nach Borkenkäfern, nach Brüllkäfern, die uns nachts wieder heimgesucht haben, zahlreiche. Sie verstecken sich immer im Schlafsack. Das ist auch klar. Aber reingehe jetzt hier in die Kammer. Ja, jetzt raus mit den Viecher! Sieht richtig gut aus mit den roten Bären, so im Bild. Alibaba ist ein richtiger Sternekoch hier. Wenn so schlechtes Wetter ist, versucht er mir natürlich gute Laune zu bereiten und gibt sich extra Mühe. Und heute gibt es nämlich zum Frühstück Pudding. Das habe ich ja noch nie hier. Muttis Pudding, ey. Das hier draußen in der Outdoor-Küche. Das wird was. Mmh. Ist das Erdbeerschoko oder? Pistazie. Pistazie? Bourbon Vanille. Der muss auch genauso aussehen wie auf dem Bild dann, ne? Als die Restaurantwerbung von 1997 auf dieser komischen Brücke. Radire mobile! Faio valendo! Alvia vendo! Na 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 na. Jetzt gibt es Pudding. Wir sind Pudding-Experten dabei sind von der Cremigkeit her und Konsistenz. Mmh, recht schöner Dinsches. Na, ich bin gespannt jetzt. Ja. Feuer.
ob ihr es seht auf der Kamera. Aber ja, wir hauen jetzt hier ab. Wir ganz nach dem Motto, raus mit den Viecher. Irgendwelche Fliegen oder, keine Ahnung, fliegenden Ameisen oder Mücken oder Babylarvenmücken. Schmalzfliegen. Schmalzfliegen, die suchen uns ja alle heim. So ein Speck. Da sind sie aber eher bei dir. Nee. Liebes Schwungmasse. Da wird alles hier fix eingepackt und jetzt geht's los wieder auf die Straße, auf die E6 oder so. E6? Könnte die E6 sein, Richtung Trondheim. Hey. Nicht gut. Auf jeden Fall müssen wir uns auf den Weg nach Trondheim oder in Trondheim spätestens suchen wir uns heute noch eine Laundry, also eine Wäscherei. Durch das ganze feuchte Klima hier oben und halbes Bushcraft, was wir schon hinter uns haben auf der Insel, sehen natürlich die Klamotten alle aus wie Sau. Und Alibaba hat die Buchsen schon viermal gedreht mittlerweile. Ansonsten kann ich den See hier definitiv empfehlen. Hier gab es auch weiter unten noch ein paar kleine Buchten mit Strand, mit Sand und so. Da findet ihr, denke ich, auf jeden Fall einen Platz, wenn ihr mal hier seid. Mit? Kommt ich, mit? Ja, ich komm mit. Hier, kommt mit. So, wieder back on the road. Natürlich ganz klassisch durch hier einen schönen Nadelwald. Wie soll so anders sein in Norwegen? Brauchen wir erstmal Sprit. Und wir brauchen definitiv einen Kaffee. Ja, ist wieder teurer. Das gibt's doch gar nicht. Du hast wieder die Tankstelle raus, wird die teuer ist. Du hast eine Krone preiswerter. Eine Krone. 10 Cent. Also knapp 1,70 Euro der Liter aktuell. 71 Euro für 41 Liter knapp. Hier wird es bestimmt einen Kaffee geben. Hi. Maximal 90 mal vorankommt. Ja, da fährt man für 100 Kilometer halt schon 1,5 Stunden. Ne? So, also, wir probieren mal unser Glück. Sieht ja ganz gut aus hier. Ich glaube, die nehmen wir. Ich weiß nicht, ob das hier voll, ob das Wolle ist. Nach einer Viertelstunde Kartenmarathon am Kartenlesen.
haben uns natürlich wieder einen günstigen Kiwi-Store jetzt gesucht zum Einkaufen. Unsere Erfahrung bis jetzt, die Kiwi, ja, der Lidl oder der Aldi von Norwegen, von der Preise her. Und extra ist sowas wie Edeka oder... Ja, extra teuer. Extra teuer. In Trondheim wird es teuer mit Parken. Haben jetzt bezahlt für 2 Stunden 10 Euro. Ja, jetzt gehen wir fix hier hinten, bis rechts rum die Straße ist der nächste extra. Und da gehen wir fix einkaufen. Ja. Extra, extra, extra Posten. Welches nehmen wir denn? Jetzt haben wir schon fast alles, dann habe ich wieder 50, 60 Euro werden hier. Was ich mich schon ganz sehr freue heute Abend, aber es ist Köt Baba. Es gibt wieder mal Köt Baba heute. Gummibären dürfen natürlich auch nicht fehlen. Üb, 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 üb. 1.370 Kronen, also 137 Euro. Aber ich muss sagen, die Kühltruhe ist geil. Da passt richtig viel Zeug rein, ey. Mega. Ich bin jetzt ein bisschen durch die Innenstadt noch ein bisschen gucken von Trondheim und natürlich unsere Wäsche irgendwann mal holen. Sehr cool hier mit den Bauten. Also ich würde jetzt schon mal sagen, Trondheim lohnt sich für den Besuch. Also echt cool, so die Innenstadt, die ganzen alten ehemaligen Industriehafenanlagen. Eingearbeitet in diese, ja, in neue Bauten quasi. Ja, ich finde es extrem cool gemacht. Alles zusammen kombiniert, dieser Hafenkomplex. Das Alt mit dem Neuen, mega. Das ist einfach mal so ein altes hier. Pier? Ne, nicht Pier. Steg auch nicht, Werft auch nicht. Mir fällt es gerade nicht ein. Ja, und dann einfach so eine Bar hingezimmert. Heute, vor Hunderten von Jahren, gab es 2 Männer. Sie kämpften Seite an Seite auf den Schlachten der Weltmeere und verloren dabei alles, alles, bis auf ihren Humor. Das sind die Geschichten
von Thoralf und Ragnjak. Thoralf! Ragnjak! Thoralf! Ragnjak! Welcher Einheit messen eigentlich Hunde die Temperatur? Na, in Belgrad! Das sind auch die Linienbusse hier. Sehen ein bisschen aus wie ein Zug. Meter. Wir sind jetzt mittlerweile das dritte Mal in dem Waschsalon. Wäscherei. Weil mein Trockner nur 10 Minuten wäscht. Und ich schon zweimal bezahlt habe. Alibabas Trockner wäscht 40 Minuten. Und das bei den gleichen Einstellungen. Total unfair. So, da lacht er, weil er seine Wäsche hat. Mein Trockner ging wieder nur 10 Minuten. Seiner ging jetzt einmal 40 und ist wieder alles trocken, fluffig. Habe ich jetzt ein drittes Mal bezahlt, das dritte Mal angemacht. Ich fresse ja jetzt einen Besen, wenn er mit dem Wäschebeutel in die Kirche reingeht. Aber wer wollte nicht schon immer mal eine Stadtrundführung machen mit seinem Wäschebeutel? Die sieht richtig geil aus. Irgendwas habe ich gelesen, dass die Kirche, Kathedrale, Dom, ich glaube über 500 Figuren oder so. Über 500 Figuren oder 1500 Figuren sind also ringsrum an dem Dom dran. Sehr stylisch. Ich glaube, der zweite da oben von rechts, das ist Alibaba der Erste. Der zweite, warte, ich zoome gerade ran. Das. Der lächelt, ne? Das, der von der ersten Reihe, der zweite von rechts. Wo ist er denn? Da. Das ist Alibaba der Erste. Du bist da 1, 2, 3, 4, 5. oder 6. Der 5. oder der 6. warte. Der ja, der nicht auf dem Kopf hat. Der ja. Du fragst dich, wo sind meine Abonnenten? Wo sind meine Abonnenten denn? Mann, sogar Kirchen, die Leute hier da. Wir sind jetzt durch eigentlich mit Trondheim, ziemlich schnell. Ich glaube, ich hätte gerne noch ein paar Stunden mehr zugebracht hier, um noch mehr zu sehen, weil die Altstadt wirklich viel zu bieten hat und das sehr schön gemacht ist hier. Und ich denke, dass wenn man ein Wochenende hier ist, kann man hier auch gut Party machen, feiern, was auch immer. Also sieht sehr, sehr schön aus hier. Von allem was, von ein bisschen Hipster bis über ein bisschen Schickimicki und ganz normalen Leute. Ja, wir sind da wieder bei beim Hotel Rand angekommen. Alibaba hat die Wäsche schon. Wir fahren jetzt nochmal fix zu der anderen zu der Wäscherei, holen meine Wäsche noch ab. Und dann verlassen wir Trondheim. Dann suchen wir uns einen schönen Übernachtungspunkt, den wir auch noch nicht haben. Ein frisches Saturn, Leute.
haben für heute. Streckenverlauf 2 Kilometer voll. Das ist schon wieder die Schnellstraße. Also Parkplatzsuche heute Nacht ist wieder sehr, sehr schwierig. Alles bebaut ist der Küstenabschnitt hier, um was zu finden. Heute mal wieder länger gedauert. Das klappt halt nicht immer. Es hat Was war denn da? Mit Licht. Was ist denn das? Ein Klo mit Licht. Ein Klo mit Licht. Mitten in der Pampa. Das wird sein. Hast du gleich zugeschissen oder was? Nee, mach ich jetzt. Machst du jetzt? Weiß ich auch nicht. Ja, da haben wir jetzt einen Platz gefunden hier am Fluss. Ganz schön. Dann tue ich Alibaba jetzt bekochen, weil er ist müde heute. Und ich freue mich. Heute gibt es nochmal Goldboulard. Die Bisse, die läuft hinten raus und das trocknet, das fest, das bleibt alles. So, heute gibt es noch mal ein ganzes Kilo Goldbaba. Gucken, ob ich das genauso gut hinkriege wie der Meister selbst. Große Dinge. Ah. So. Denke. Goldboulard, Freunde, Goldboulard. Leute, ich denke, es ist fertig. Ich hab's jetzt. Oh, ja, erstmal hingemacht. Und die Soße im Shaker mittlerweile, weil die Klumpen gebildet hat. Essen ist fertig! Ah. So! Verbrannte Stücken? Bitte? Das ist der angebrannte Boden vom Kartoffelbrei. Was das für braune Stücken sind, hat er gefragt. Angebrannte Boden vom Kartoffelbrei. Hast du mal gekostet? Nö. Na, wenn das nicht ist hier, Leute, hä? Das sieht aus wie beim Norweger um die Ecke. Beim Schwede um die Ecke. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was Goldbaba selbst sagt. Gurken schmecken gut. Gurken schmecken gut, sehr gut. Guten Hunger. Vergesst Fritz Meinecke, Leute. Das ist viel cooler. Bei mir braucht er nicht warten, bis Silvester ist. Hier ist jede Woche Samstag Neujahr. Ist immer ein Feuerwerk. Alibaba macht nur fix den Aufwasch. Ein bisschen Haushalt. Macht sich von allein. Und dann chillen wir noch ein bisschen am Lagerfeuer. Wie jeden Abend. Ich finde, dass wir in Norwegen öfters Lagerfeuer machen und öfters am Wasser stehen als in Rumänien. Wo würde das dran liegen? Ja, dass Norwegen mehr Seen, Flüsse hat, das ist klar. Aber wegen dem Feuer.
Das ging in Rumänien gar nicht immer. Haut er mit das Ding in die Fresse, ey. Was? Ja, du mir. Die Stahltür hier, oder die wie? Die Stahltür. Oh. So, du kommst ja mit Pauken und Trompeten und mit Licht von vorne rein. Na klar. Hey. Doch, das ist die dunkelste Lichtstufe, Alibaba. Dann war es auch heute gewesen mit dem Video. Ja, schnell. Aus. Wir haben die Challenge geschafft und haben eine Waschmaschine gefunden. Das war nicht ganz so einfach gewesen hier in Norwegen. Die meisten gibt es anscheinend nur auf Campingplätzen und da musst du dann wieder die ganze Nacht stehen und die ganze Nacht bezahlen und einfach mal so ranfahren und die Waschmaschine nutzen, ist anscheinend nicht. Trondheim fand ich sehr schön. Trondheim würde ich länger bleiben, würde ich mal ein, zwei Tage machen und mal schön eins saufen gehen. Saufi, saufi. Ansonsten Alibaba ist Karsten alle, ich bin auch hundemüde, wir hauen uns jetzt direkt hin. Morgen in der nächsten Folge geht es zur Atlantikstraße und wir gehen in eine Höhle. Das sind nur mehrere unterirdische Wasserfälle. Mal gucken, wie das wird. Trollchurch? Und die Trollchurch ist auch noch mit das dabei. Ist nee, die Höhle ist nicht die Trollchurch. Ja, es sind drei Punkte morgen markiert. Okay. Lass ich mich mal überraschen von deinem geplanten Chemie. Ansonsten, wir sehen uns nächste Woche Samstag. Wir haben euch lieb. Schön, dass ihr da wart. Cheerio. Meine Backe, hast mich lieb. Na, dich habe ich jetzt lieb. Die Welt hat er schon gesehen und zeigt auf YouTube, was er lebt. Oh ja, Rick ist wieder auf dem Roadtrip und